Hey ho Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Guild Wars. Ja, das ist mein Krieger. Das ist meine ungewöhnliche Kombi. Und ich habe alle Teile für den Minnesänger. Hat euch ja versprochen, wenn ich damit fertig bin, zeige ich euch, wie ich das Ding herstelle. Was? Freigeschaltet. Bardeexperiment. Toll. So, ich zeige euch dann jetzt mal, also ich zeige euch nur, was der. Hä? Ich jetzt blind oder? Okay, ich bin blind, aber wie blind bin ich? Ach, hier ist er. Der Minnesänger. Hat keine Werte. Wir könnten hier Werte verteilen, also Werte wählen. Das Problem ist, ich würde ihn für meinen, naja, wie soll ich mal sagen, ich würde ihn am liebsten verkaufen. Denn, seht's euch an, wenn ich ihn sofort verkaufe, es geht nicht mal, ihr habt nicht genug Münzen, um die Angebotsgebühr zu bezahlen. Aber sagen wir mal, wir gehen mal auf 3800, hey, ich habe 3850. 3850 runter müsste ich eine Angebotsgebühr darf, also von wirklich 192 Silber, 192 Gold haben. Und so viel habe ich noch nicht. Tja, ist nicht so schlimm. Ich kann den Skin leider Gottes, wenn ich jetzt irgendwas. Ach ja, so. Das Lustige ist, er ist halt nicht accountgebunden. Ich kann jetzt auch den Skin nicht auswählen. Ich kann euch aber in der Vorschau zeigen, wie es aussieht. Also wenn er so dranhängt, sieht es einfach nur, ja, komisch krüppelig aus, geführt. Sieht schon ganz anders aus. Denn ihr habt dann so kleine Melodien um euch rum. Die Waffenfähigkeiten damit aussehen, weiß ich nicht. Aber ich sag's mal so, wie es ist. Ihr könnt euch entscheiden. Ich lasse euch da zum Beispiel jetzt ein kleines bisschen auf die Wahl. Ich lege ihn auf die Bank. Und für den Fall, dass ihr euch jetzt zum Beispiel entscheidet und sagt, hey, behalt den doch. Nutzt den dann halt zum Beispiel für dein nächstes Let's Play. Kann ich sagen, okay. Leicht. Weiß ich auch noch nicht. Und ja, wenn nicht, dann wird er verkauft. Und dafür muss ich erstmal Geld haben. Aber gut. Jetzt gehen wir in die Charakterauswahl. Nicht vergessen, es ist, also für mich ist heute, ich selber überlegen, jetzt in diesem Augenblick ist für mich noch Montag, auch wenn schon auf dem Kalender Dienstag steht, denn es ist noch nicht, ist, naja, für mich ist erst der nächste Tag, wenn ich aufstehe. Und ja, für euch Leute würde ich jetzt sagen, ich gucke jetzt mal noch, dass wir noch eine Mission schaffen, in der Grasgrünschwelle jetzt, von der Hauptstory von Heart of Thorns, und dann müssen wir mal gucken, ja, wie gut wir vorankommen. Ich persönlich würde irgendwie bevorzugen, ich trampel wieder auf dieses Thema jetzt wieder breit, aber ich würde irgendwie bevorzugen, die Legi zu verkaufen. Oh Mist, mir fällt ein, ich habe die neuen Thumbnails noch nicht fertig. Oh nee. Schön, dass ihr da seid, Kommandeur. Hier drüben. Der Pakt braucht immer noch eure Hilfe, besonders bei all dem Misstrauen, das den Silvari entgegengebracht wird. Hat das gesehen, hat mir gewogen. Ich werde tun, was ich kann, aber ich muss die Klinge des Schicksals und Traherne finden. Mordrem haben sie alle gefangen. Sie könnten überall sein. Ich muss wissen, wo man sie hingebracht hat oder wenigstens jemanden finden, der sich hier auskennt. Ich habe gesehen, wie Mordrem hochrangige Gefangene mit Gewaltmärschen nach Westen schaffen. Tiefer in den Dschungel hinein. Das ist nicht viel, aber zumindest ein Anfang. Was das Terrain angeht, werdet ihr im Nordosten auf eine Siedlung der hiesigen Hylek treffen, die sich Itzel nennen. Sie sind schnell und beweglich und sie kennen sich hier aus. Ihre Hilfe dürfte eure Suche erheblich beschleunigen. Aber als erstes würde ich an eurer Stelle das große Paktlager im Südwesten aufsuchen. Die Leute da sollten noch mehr wissen. Oh, und haltet euren Gleitschirm bereit.
Den Dschungel zu durchqueren ist gefährlich. Schon ein falscher Schritt kann tödlich sein. Okay. Also, wir haben die Mission bekommen. Dorthin. Okay. Ich kürze es jetzt mal ein bisschen ab. Ich habe ja schon ein bisschen was erkundet hier, aber im Normalfall wisst ihr das nicht. Da müsst ihr erst durch den ganzen Dschungel euch durchhacken und durchschlagen. Und da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Denn wir wollen ja auch in der Story vorankommen. Hallo, Fenrich, hi. Hau mich blau. Kann ich euch helfen, Kommandeur? Marshal Treherne und die Klinge des Schicksals wurden gefangen genommen. Ich versuche, sie aufzuspüren. Wisst ihr irgendetwas? Ich habe keinen von ihnen gesehen, außer Cave. Sie war beim Abflug der Flotte nicht an Bord, aber sie ist definitiv hier. Cave ist hier? Wann habt ihr sie gesehen? Wo ist sie hingegangen? Sie kam vor ein paar Stunden hier durch, unterwegs nach Westen. Sie hat versucht, nicht aufzufallen, aber ich habe sie erkannt. Trug sie einen großen Rucksack? Ja. Ich glaube, ja. Gerade ihr solltet wissen, wie unauffällig sie sein kann, wenn sie will. Was war in dem Rucksack? Etwas, an dem mir viel liegt. Und wenn ich sie einhole, nehme ich es ihr wieder ab. Hab vielen Dank. Viel Glück. Hört euch mal um, bevor ihr abmarschiert. Viele der Soldaten haben noch andere Dinge gesehen als ich. Dinge, die hilfreich sein könnten. So, das ist eigentlich jetzt hier... Mein Kopf bringt mich... Ach nee, wir... Irgendwo hier gibt's nicht... Eigentlich gibt er uns doch... Eigentlich gibt es hier doch eine Mission. Ach, egal. Ich muss wieder gucken, was ich für Waffensets mit dem habe. Kommandeur, es tut gut, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Ich gehe tiefer in den Dschungel, um Treherne und die Klinge des Schicksals zu finden. Habt ihr einen Rat für mich? Da kommt man schwer voran. Wenn ihr da größere Strecken zurücklegen müsst, wird das schleppend gehen ohne die richtige Ausrüstung. Achtet darauf, dass euer Gleitschirm in gutem Zustand ist. Und nehmt euch die Zeit, alles über die Pilze vor Ort zu lernen. Eins habe ich hier gelernt. Wenn man es eilig hat, können Gleitschirme und Pilze unwegsames Terrain in eine Abkürzung verwandeln. Okay, das erkläre ich am besten mal. Und zwar suche ich mal jetzt... Also Gleitschirm habt ihr ja schon gesehen. Das ist hier das Ding. Ne? Moment, ich stelle mich mal hier drauf. Ihr könnt halt so lange gleiten, die eure Ausdauerleiste hier unten vom Gleitschirm... Warum zu jammern? Warum zu jammern? Stirb! Die Pilze, da muss ich mal gucken, wo es hier die Hüpfpilze gibt. Raube. Anscheinend muss ich euch eine Lektion. Die Pilze haben damit nichts zu tun. Das sind Adrenalin. Hier drüben ist so ein Hüpfpilz. So. Also nochmal gleiten, ihr seht's. Das ist das normale Gleiten, also wirklich das Standardgleiten. Dann ist das hier mit Gleiten, das ist Lehnen. Da fliegt ihr zum Beispiel schnell nach vorne oder könnt dann auch, wenn ihr nach hinten lehnt, also wie nach einfach nach hinten laufen, dann werdet ihr langsamer, aber umso mehr ihr lehnt und so, also wenn ihr schneller nach vorne fliegt, geht auch schneller die Ausdauer verloren. Und in höheren Sachen, zum Beispiel jetzt hier, ich habe das freigeschalten hier. Hä? Ey, was war das denn? Ich habe gerade für eine Sammlung was freigeschaltet, ich habe gar nichts gemacht. Das ist ein Hüpfpilz. Ich sagte ja, es ist gut, um unwegsames Gelände zu passieren. Und ja, das ist es definitiv. Hallo. Ich habe schon gehört, dass ihr hier seid, Kommandeur. Willkommen in der Hölle. Seit dem Absturz halten einige Paktagenten jeden aus meinem Volk für einen feindlichen Agenten. Seid ihr doch auch. Sie greifen mich an. Es ist hier nicht mehr sicher für mich. Aber ich kann nicht fort. Den Dschungel zu durchqueren ist ohne Gleitschirm so gut wie unmöglich. Ich sitze hier fest, bei Leuten, die mich hassen. Ich sage, bleibt in der Nähe anderer Silvari. Wenn sie loyal sind, bürgt für sie. Wenn sie umkippen, sorgt dafür, dass sie keinen Schaden anrichten. Ich muss weiter. Viel Glück, Soldatin. Ihr kommt hier nicht lebend raus. Also ihr merkt ja schon, es ist zurzeit so dieses... Wir haben ja schon erfahren, dass die Silvari eigentlich zu 100% Diener des Drachen sind. Sie sind auch von ihm... geboren worden, sag ich mal, oder sie entstammen halt in irgendeiner Form dem Drachen. Das Einzige, was ja bekannt ist über die Silvari ist, sie sind vor, ja, jetzt mittlerweile 20 Jahren einfach so auf dieser Welt aufgetaucht. Sie werden ja nicht so direkt geboren, sondern sie werden wie so eine Art, sie entstammen einem Traum?
Und wenn die aus diesem Traum rauskommen, sind sie halt schon mit dem Wissen all der anderen, die in dem Traum gewesen sind. War irgendwie kollektives Wissen, würde ich es mal nennen. Irgendwie, mich würde mal interessieren, ob es dann zum Beispiel die Quaggan zum Beispiel dem Wasserdrachen. Voila. Shit, jetzt habe ich ihren Text abgebrochen. Ort wie diesen hier habe ich noch nie gesehen. Nein, sprich weiter, Mann. Ja, jetzt habe ich den dritten Text weggedrückt. So ein Mist. Ja gut, aber im Normalfall sagt ihr jetzt auch bloß, ihr müsst euren Gleitschirm bereithalten. Alles ist wichtig. Ich guck mal, ob ich von da oben da rein ankomme. Ja, die hat das legendäre Schild auf dem Rücken hier. Auch nicht schlecht. Ja gut, jede legendäre Waffe ist nicht schlecht. Vom Prinzip her ist sie nicht besser als eine aufgestiegene Waffe, aber man hat halt diese ganzen die ganzen Effekte, die die legendären Waffen bringen, hat man halt nicht bei den aufgestiegenen. Kommandeur, schön euch hier zu haben. Ich kann nicht bleiben. Ich muss herausfinden, wo die Mordrim ihre hochrangigen Gefangenen hinbringen. Alle Gefangenen-Tracks, die ich gesehen habe, zogen nach Westen. Besonders die mit Offizieren und so. Was wisst ihr sonst noch über die Itzel? Diese Baumfrösche im Nordosten? Nicht viel. Sie sind schnell. Sie bewegen sich durch die Baumkronen, als wären sie darin geboren. Ich glaube, sie sind freundlich. Aber bei der ganzen Mordrem-Aktivität hier in der Gegend müssen sie wohl auf Nummer sicher gehen. Auf jeden Fall werdet ihr Hilfe brauchen, wenn ihr nach Westen wollt. Fragt die Itzel. Sie werden wissen, wie ihr am besten dahin kommt, wo ihr hin wollt. Finde ich gut. Bin ich einverstanden mit. So, jetzt haben wir eine Quest gemacht. Das werden wir uns mal ein bisschen umgucken, denn ihr seht ja hier unten dann die Liste. Und nein, hier. Ihr seht ja, ich habe Gleiten 4 von 6. Also man muss wirklich dann in den, naja, in diesen ganzen neuen Ebenen hier grinden. Und zwar geht das ab der grasgrünen Schwelle los. Und zwar hier, grasgrüne Schwelle, Güldener Talkessel, wie heißt's, verschlungene Tiefen und hier unten Widerstand des Drachen. Das sind so die neuen Karten und da gibt's dann halt auch diese neuen, wie heißt's, Beherrschungspunkte hier, diese grünen. Und ihr seht ja, ich habe 22, habe ich noch. Und ich müsste Gleiten noch voll kriegen, das erweiterte Gleitentraining, das ist dann, ich habe dann keinen Ausdauerverlust. Außer ich lehne mich in eine Richtung und das ist hier Leylinien-Gleiten. Liebevoll meiner Gilde Leylinien-Wubbel-Wubbel genannt, weil... Keine Ahnung, ich habe es noch nicht gemacht. Vielleicht, weil es immer solche pulsierenden Bewegungen macht. Also, mal abwarten. Lehre der Itzel, Hüpfpilze, das ist wichtig. Also ihr sollt wirklich am Anfang nur erstmal wenigstens eins machen. Die Zeichen der Erhabenen, Akzeptanz der Erhabenen ist nicht ganz so wichtig. Nuhoch Jagd sollte man schon mal machen. Nuhoch Suhen sollte man auch schon mitmachen. Das hier unten ist für ein Raid, das braucht ihr jetzt erstmal noch nicht. Das ist... wirklich nur, wenn ihr in Raid rein wollt. Aber was ganz wichtig ist, ist halt wirklich hier Lehre der Itzel. Da gibt es dann irgendwann mal hier Giftlehre der Itzel. Ist wirklich, es gibt Gegenden, das kann ich euch dann mal zeigen. Und warum müsste das irgendwo hier oben sein? Genau hier bei diesem Beherrschungspunkt, der ist in einem Berg drin und da ringsrum ist Gift. Und da kommt ihr auch nur so schwer hin. Ich gehe einfach mal hin mit euch. Wir gehen da einfach mal hin. Zeige ich euch. Wie gesagt, ich habe ja diese Giftbeherrschung nicht und ihr werdet sehen, die werden da ziemlich schnell ziemlich tot sein. Und die Itzel werden angegriffen. Feuer, Feuer, Feuer. Oh, heiß, 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 heiß. Ah, verdammt. Wisst ihr, was mein Problem ist? Oh. Abgesehen davon, dass ich gerade dämlich ins Feuer gerannt bin. Ah. Das Problem ist, ich stand in die richtige Richtung und bin einfach, ja, in die falsche Richtung gelaufen. Ihr seid keine Mord. Ein wahrer Krieger braucht eine Waffe für jeden Wochentag. Hallo. Mit dem Nuhoch kann ich auch... Ich muss dann mal los. Oh. Wolltest du sogar mit mir reden?
So. Also wie gesagt, Hüpfpilze wichtig, sondern gut, der Hüpfpilz hier ist unwichtig eigentlich, aber ihr kommt halt sehr schnell an bestimmte Stellen ran, an die ihr sonst nicht rankommen würdet. Ich zeige euch jetzt mal ein, zwei Beherrschungspunkte. Haben wir auch sozusagen eine Quest wieder pro Folge geschafft. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Ihr braucht hierfür keine in irgendeiner Form ein Gleiten oder sowas. Ihr müsst aufpassen. Dieses grüne Ding ist halt Gift. Ihr habt es gesehen, also das war jetzt gerade nicht der Pilz angegriffen hat, sondern das Gift tickt mit 5000, wo ich drin liege. Und ich habe nur, weiß nicht, 12, 13.000. Aber ihr könnt es ganz einfach machen, ihr killt einfach die ganzen Pilze, die hier ringsrum liegen. Klettert hier so rauf. Dann könnt ihr hier rüber gleiten. Und dann entweder hier rüber springen mit so einem Leapsprung, also Leap im Sinne von weiter Sprung. Oder ihr sucht euch halt irgendwas raus, wie ihr halt dann gut springen könnt. Und jetzt habe ich mich zum Falschen teleportiert. Ich zeige euch, wie man jetzt hier runterkommt. Und dafür braucht ihr aber auch, also wirklich gleiten. Und ihr müsst genau wissen, wann ihr abspringt. Und Das ist ja eine tolle Rüstung. da kann man ziemlich schnell sterben. Sagen wir es einfach so. Seht euch um. Ihr seht's, ich springe jetzt bis hier runter. Versuche hier vorne auf diesem Vorsprung zu landen. So, jetzt seid ihr erstmal in Sicherheit. Denn hier unten gibt es auch noch eine Kiste, die kann man einmal am Tag aufmachen. Da sind Materialien drin, die gar nicht so schlecht sind. Einfach schön hier nach unten fallen lassen. Hier unten ist die Kiste drauf. Müsste jetzt hier sein gleich, müsst ihr gleich sehen. Ja, hier Schatulle der tödlichen Vorteil oder des tödlichen. Was? Schatulle von tödlicher Vorteil. Ach, könnte ein Schiff gewesen sein. Für diese Schatulle braucht ihr kein Schlüssel, kein gar nichts. Da können aber auch mal richtig gute Sachen drin sein. Also gelbe bis exotische Gegenstände. Und hier unten gibt es auch ein bisschen was zu farmen. Das ist aber jetzt erstmal nebensächlich. So, hier oben habt ihr einen weiteren Beherrschungspunkt. Ihr dürft nicht durchspringen, sonst müsst ihr wieder alles von vorne machen. Was reichhaltige Orichalkumader? Ich wäre be bekloppt. Ich wäre bekloppt, hier gibt es eine reichhaltige Orichalkumader. Okay. Hier mit dem Punkt könnt ihr dann einfach Zwiesprache halten, gibt einen Beherrschungspunkt. Und hier unten habt ihr eine Heldenherausforderung. Ich weiß nicht, ob das Kämpfen ist. Okay, es wäre eine Kampfherausforderung. Und bei den neuen Karten gebe ich euch den Hinweis, die geben 10 Heldenpunkte. Aber sie sind halt auch ein ganz extremes Stück schwerer. Also wenn ihr schon dachtet, früher so, das Zeug war schwer. Nein. Diese Herausforderungen hier sind ganz schwer. Okay, manche. Zum Beispiel die hier hinten. Da gibt es ein, zwei Gegner, die sind einfach unsichtbar. Und sie machen extrem viel Schaden. Okay, irgendjemand hat ja gerade den Dings aktiviert. Okay, er ist weggesprungen. So, okay, ich sag mal so, diesen Kampf hier, den schafft man, wenn man gut ist, auch allein. Ich meine, ich habe dem Typ jetzt hier geholfen. Mich persönlich stört's nicht. Und ich sag mal, in dem Moment, wo ihr anderen helft, helfen sie auch euch. Oder zumindest die merken sich das. Geil, da hat mir geholfen. Und ich meine, so schafft ihr ein besseres Klima innerhalb von den Spielern. Das ist. Ich weiß nicht, also mich persönlich stört das überhaupt nicht, wenn mir jemand hilft. Es ist ein Unterschied zwischen Guild Wars und anderen MMOs, wo es so ist, dass man sich gegenseitig die Quest-Mobs klauen kann. Nein, hier geht es einfach darum, hast du es angeschlagen, kriegst du auch dafür EP. Hier würde ich nicht runterspringen, denn da stirbt man.
ganz, ganz qualvoll. Und guck mal, wo wir als nächstes hin müssen für unsere Quest. Dahin, alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, ich laufe jetzt mal so gemütlich zu unserer nächsten Quest. Und ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Ah, halt. Fast vergessen. Zum jetzigen Zeitpunkt hat Robin den Surfer wieder aktiv gesetzt in Minecraft. Das heißt, ich werde jetzt, nachdem ich so viele Folgen verloren hatte, wieder einiges an Zeit aufholen können. Also, es ist ja jetzt zurzeit auch kein Hardcore mehr. Hardcore im Sinne von sterben und dann ist der Surfer weg. Das werden wir jetzt erstmal sozusagen deaktiviert lassen, dass wir das fertig kriegen. Weil wir sind jetzt einmal sehr weit gekommen. Und es wäre halt auch unfair, wenn wir jetzt dann, wir haben uns jetzt, ich weiß nicht, 10 oder 12 Folgen sind verloren gegangen. Wäre auch blöd jetzt, wenn wir dann nochmal neu anfangen müssen. Ist auch ein bisschen blöd für euch, weil dann halt zwischendurch was fehlt, aber immer noch besser, als dann irgendwie neu anfangen zu müssen. Gut, Leute, dann bis dann. Ciao, ciao.